Wenn man an einem fünften Spieltag überhaupt schon von einem Kellerduell sprechen kann, dann ist es eines, das in Augsburger Rosenau steigt. Beide warten noch auf den ersten Saisonsieg. Die FCA-Youngsters in Rot haben sogar noch überhaupt keinen einzigen Zähler auf dem Konto. Der TSV Buchbach verschenkte in Schweinfurt und zuletzt auch gegen Illertissen eine 1:0-Führung und möchte seinerseits endlich den Bock umstoßen. Die Anfangsphase sah allerdings etwas stärkere Hausherren. Die Oberbayern igelten sich erstmal hinten ein. Was richtig Gefährliches brachten die Schwaben aber nicht zustande. Buchbach befreite sich dann nach gut einer Viertelstunde zunehmend vom Augsburger Druck und initiierte selbst was nach vorne. Fabian Wessig blockt aber Tobias Staff, der sich vorher schön durchgesetzt hatte, noch ab. Und auch die nächste Strafraumszene gehörte den Gästen. Marcel Spitzer kommt an einem Eckball zum Abschluss, Marcel Lubick pariert, dann versucht im Nachgang nochmals Leon Schmidt. Vor allem Spitzer schien nun Blut geleckt zu haben, denn nur eine Minute später, wir schreiben die 31., sieht er, dass Lubick sehr weit vor seinem Kasten steht und probiert's dann einfach mal mit Erfolg. Schlitzohrtreffer des 23-jährigen Marke, Tor des Monats. Augsburg also jetzt gefordert und auch mit einem ersten vernünftigen Abschluss. Trotzdem fehlte beim Schlenzer von Henry Codosso dann schon noch ein Meter. Bis auf den Geniestreich von Spitzer die erste Halbzeit hier also nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Vor allem die FCA-Youngsters müssen sich steigern, um die fünfte Saisonpleite in Folge noch zu verhindern. Doch Durchgang 2 war zunächst mal klar in oberbayerischer Hand. Der TSV kam mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine. Und in der 56. Minute wäre dann fast das 0:2 fällig gewesen. Konter der Oberbayern, Sami Amari legt nochmal quer auf Staff, aber der wird im allerletzten Moment noch geblockt. Just als sich die Augsburger wieder etwas berappelten, erweist Tobias Heiland seinem Team einen Bärendienst. Bereits verwarnt zieht er völlig unnötig die zweite Gelbe aufgrund eines taktischen Fouls und muss nach genau einer Stunde runter, die Hausherren also nur noch zu zehnt. Und das münzten die Buchbacher fast umgehend in den zweiten Treffer um. Wieder ist es Spitzer, der sich dann nachdrücklich um den Titel Man of the Match bemüht. Zweiter Treffer für ihn in der 64. Minute. Nun schien eigentlich alles in trockenen Tüchern, zumal die Gäste eher am dritten kratzten. Doch die Gastgeber beugten sich doch nochmal auf. In der 76. Minute gelingt Hendrik Hofgärtner an einem schwachen Abwurf von Torwart Andreas Stehr der Anschlusstreffer. Sollte hier doch noch was gehen für die Hausherren? Nein, denn nur zwei Minuten später schlug der TSV zurück. Der Schuss von Amari nach der Flanke von Tobias Stehr klatscht an den Pfosten, dann an den Rücken von Lubick und Staff hat dann keine Mühe mehr zum 1:3 einzuschieben. Das war die endgültige Entscheidung. Zwar boten sich dem eingewechselten Archipol Kererom noch zwei ganz gute Chancen in der Schlussphase, er verfehlte aber jeweils das Buchbacher Gehäuse knapp und das war's dann auch aus dieser Partie. Gesamtleistung ist nicht so verkehrt gewesen. Fußballerisch haben wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Aber man hat heute auch gesehen, dass uns einfach die Qualität im letzten Drittel absolut fehlt. Wenn wir aufs Tor schießen, was für eine Torgefahr wir da ausstrahlen, ist jetzt nicht die größte. Und dann eine absolute Dummheit mit der gelb-roten Karte in der 60. Minute am gegnerischen 16er. Dann schwächst du das Team und dann haben wir mehr oder weniger den Sieg Buchbach geschenkt. Die Jungs haben sich über die letzten Wochen auch verdient. Wir haben, wenn wir geführt haben in den letzten Spielen, oft in den letzten Minuten es aus der Hand gegeben. Heute haben wir, glaube ich, mehr als verdient gewonnen. Gerade wenn man die Aktion vorm Tor in der zweiten Halbzeit nochmal sieht, hätten wir noch schon viel früher das Spiel auf unsere Seite ziehen können und dementsprechend ist es mehr als verdient. Der TSV Buchbach feiert also den ersten Saisonsieg, während die rote Laterne weiterhin bei der U23 des FC Augsburg brennt.